Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute lese ich für euch über die wahre Erleuchtung. Und zwar geht es in dem Kapitel um den Menschen und um die Meditation und wie man es schaffen kann, in höhere Sphären aufzusteigen und worauf man dabei achten sollte. Also viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Die Psyche des Menschen. Omram Mikhail Ivanov. Rai Isvor, Band 222. Kapitel 9. Die wahre Erleuchtung. Die Schüler einer Einweihungsschule lernen, die Denktätigkeit zu unterbrechen, um in andere, weit entfernte und schönere Welten eindringen zu können und dort die erlesenen Früchte der Verzückung und der Ekstase zu kosten. Die Weisen Indiens sagen, der Intellekt töte die Wirklichkeit ab. Das ist wahr. Es ist unmöglich, mit dem Intellekt die Wirklichkeit zu erfassen. Man wird vielleicht eine Menge Einzelheiten an der Oberfläche erkennen, aber niemals die Wirklichkeit, den Kern der Dinge. Dem Herzen ist es gegeben, die Wirklichkeit zu ergründen. Die Oberfläche und der Kern der Dinge. Die objektive und die subjektive Welt. Beide Seiten gibt es. Der Intellekt ist dazu vorbestimmt, die objektive Welt zu erkunden und das Herz die subjektive. Sprechen aber die Eingeweihten vom Herzen, dann meinen sie nicht das physische Herz und nicht einmal das Gefühl. Für die Eingeweihten ist die Intelligenz des Herzens verbunden mit der Seele und all ihren Fähigkeiten, die Dinge wirklich zu erkennen, bis zu ihrem Kern vorzudringen. Sonst kann die Empfindung kein zuverlässiger Maßstab sein. Wie viele Menschen führen alles auf ihre eigenen Empfindungen zurück? Sicher stellen diese Empfindungen eine Wirklichkeit dar, aber sie beziehen sich auf ganz besondere Fälle. Sie sind also nicht allgemeingültig und oft sogar irrig und krankhaft. Die Menschen hingegen, die nur mit dem Intellekt arbeiten, wissen überhaupt nicht, was die Wirklichkeit ist. Beide verdienen also unser Vertrauen nicht. Die Einweihungswissenschaft unterscheidet eine niedere und eine höhere Art von Gedanken und Gefühlen. Auf der Kausalebene, die sich über den Astral- und Mentalebenen befindet, gehen Denken und Empfindungen ineinander über, sodass Empfinden und Verstehen zugleich vollzogen werden. So etwas ist unfassbar für die Menschen, die vom eigenen Wesen nur die Manifestationen der physischen, astralen und mentalen Körper kennen. Dass es möglich ist, auf einer höheren Stufe zu denken, fühlen und handeln, davon haben sie keine Ahnung. Allein derjenige, der Erfahrungen in jener Welt sammelte, der Ekstasen erlebte, kennt diesen Zustand, wo die Denkfähigkeit aufhört, während eine andere Fähigkeit erwacht, die zugleich Empfinden und Verstehen ist, aber ohne, dass der Intellekt eingreift. Für mich ist das alles sehr klar, weil der Himmel mir die Möglichkeit gab, diese Zustände zu erleben. Diese Gegebenheiten habe ich berührt, gespürt und verstanden. Es wird allerdings schwieriger, wenn man versucht, diese Erfahrungen, die einer anderen Dimension angehören, Dritten zu erklären. Es ist unmöglich, sie begreiflich zu machen. Aber ich möchte, dass ihr wenigstens eines versteht. Ihr dürft euch nicht einbilden, durch den Intellekt allein die Wahrheit erkennen zu können. Vielmehr solltet ihr daran gehen, einen höheren Intellekt zu erwecken, der mit dem Intellekt nichts Gemeinsames hat, mit dem Geist aber identisch ist. Andererseits muss die Seele erweckt werden, denn das Herz allein vermag nicht, die Gesamtheit der Gefühle zu empfinden. Die meisten Menschen schwanken zwischen Herz und Intellekt und begreifen nicht, dass beide zwar nützlich und notwendig, aber unzureichend sind und dass eine dritte Fähigkeit entwickelt werden muss, die Intuition. Die Intuition ist zugleich Intelligenz und Empfindungsvermögen, nur auf einer höheren Ebene. Die Intuition offenbart euch die Wahrheit in ihrer Vollständigkeit und ist der Hellsichtigkeit überlegen. Denn die Hellsichtigkeit enthüllt euch nichts anderes als die objektive Vision der Astral- oder Mentalebene. Ihr seht und seid erschreckt oder entzückt, mehr nicht. Mit der Intuition hingegen seht ihr nichts, aber ihr versteht alles, als ob ihr 100-mal besser sehen würdet, und ihr erlebt, ihr spürt. Die Intuition überragt also die Hellsichtigkeit. Nur sie bringt die Erleuchtung. Spiritualisten,
besonders im Orient, versuchen, diese höhere Ebene zu erreichen, indem sie die Leere in sich herstellen. Ich will gerne glauben, dass dies manchen gelingt, aber als ich in Japan war, habe ich mich eine Zeit lang in einem buddhistischen Kloster in den Bergen aufgehalten. Es war in der Nähe von Tokio. Und da habe ich beobachtet, wie die Mönche lebten, meditierten und Übungen praktizierten. Meine Möglichkeiten, die Dinge zu durchschauen, sind vielleicht begrenzt, das gebe ich zu, aber mit meinen einfachen Mitteln musste ich leider feststellen, nachdem ich an allen Aktivitäten der Mönche teilgenommen hatte, dass diese innere Leere, so wie sie sie verstanden, tatsächlich leer war. Ich möchte keine Kritik üben, aber ich weiß von der wahren Einweihungswissenschaft her, dass die Leere kein Ziel an sich sein darf. Die Leere soll hergestellt werden, um die Fülle anzuziehen. Und diese Fülle muss sich dann auf dem Gesicht und an der ganzen Haltung des Schülers oder des Eingeweihten widerspiegeln. Als ich nun in diesem buddhistischen Kloster in Japan war, nahm ich am ganz frühen Morgen und am Abend an Meditationen teil. Ich war immer erstaunt festzustellen, dass nach diesen Meditationen, die sehr lang waren, nicht die geringste Veränderung auf den Gesichtern der Mönche zu sehen war, kein Licht, nichts. Waren sie müde? Waren sie nach Jahren des Übens überdrüssig? Ich weiß es nicht, aber ich meine, wenn man meditiert und in Verbindung mit dem göttlichen Licht tritt und dennoch auf dem Gesicht nichts Neues, nichts Lebendiges, Lichtvolles, Ausdrucksvolles erscheint, dann war eben diese Meditation nutzlos. Ich wiederhole es, die innere Leere ist kein Ziel an sich, sie muss dazu dienen, die Fülle anzuziehen. Die Leere ist die Manifestation des weiblichen Prinzips und die Fülle die des männlichen. Wenn nun beide nicht zusammenarbeiten, kommt es zu keinem Ergebnis. Ihr habt einen Feuerstein, das weibliche Prinzip, und schlagt mit einem Stück Eisen darauf, das männliche Prinzip. Solange die Funken das Holz oder das Papier nicht entflammen, hat man nichts erreicht. Wie viele Meditationen sind also gescheitert? Ihr seht, die beiden Prinzipien, männlich und weiblich, offenbaren mir alle Mysterien des Universums. Will ich etwas kennenlernen, dann rufe ich aus, O ihr beiden Prinzipien, ewig weibliches und ewig männliches, kommt und erleuchtet mich. Und sie erklären mir alles. Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, die Lehre muss dazu dienen, die Fülle anzuziehen, sonst ist diese Lehre nutzlos. Und sie ist nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich. Mancher bildet sich ein, er könne in diesem Zustand der inneren Leere, der Passivität, Gott empfangen. Nein, wenn man passiv ist, ist es zweifelhaft, ob man Gott selber empfängt oder vielmehr negative Wesen der unsichtbaren Welt, die sich beim Anblick eines derart schwachen und schutzlosen Kerls freuen, eine Wohnstätte gefunden zu haben, wo sie hineinschlüpfen und sich niederlassen können. Ja, wer sich gedankenlos hingibt, ohne zuvor das aktive, dynamische Prinzip entwickelt zu haben, um sich zu schützen, ist den schlimmsten Wesenheiten ausgeliefert. Wenn ihr meditiert, müsst ihr zuerst still und friedlich sein, um euch zu entspannen und zu beruhigen. Nach einigen Minuten werdet ihr aktiv und dynamisch. Ihr konzentriert euch, sendet eure Gedanken und Gefühle in die gewählte Richtung aus und steigert sie, um in euch ein Gefühl der Beglückung und der Entzückung hervorzurufen. In diesem Moment haltet ihr inne, um die Leere herzustellen, und ihr schaltet die Gedanken ab. Ihr spürt nur noch. Unter diesen Bedingungen lauft ihr keiner Gefahr mehr. Da es euch gelungen ist, aktiv und strahlend zu sein, werden die bösartigen Wesenheiten auf Distanz gehalten, die in der Hoffnung, sich in euch einschleichen zu können, herbeikommen, denn sie wollen sich von euch ernähren und euch aussaugen. Um gefahrlos die Leere in sich herstellen zu können, bedarf es zuvor einer gewaltigen gründlichen Reinigungsarbeit. Was wollt ihr denn sonst anziehen, wenn ihr euch nicht vollkommen geläutert habt? Alle Unreinheiten im Inneren ziehen unerwünschte Wesen an. Zu viele Menschen möchten himmlische Strömungen empfangen, ohne Entsagen und Opfern gelernt zu haben. Als ob das so einfach wäre. Sie wollen sofort alles vom Himmel haben, alle Begabungen und alle Eigenschaften und als Gegenleistung lediglich die Leere in sich herstellen. Die Leere ist jedoch äußerst gefährlich, wenn man nicht weiß, wie man sich darauf vorbereiten muss, damit die Leere tatsächlich die Fülle anzieht. Zunächst sollte man die eigene Aktivität und Dynamik entwickeln, danach kann man es gefahrlos wagen, die Bereiche von Passivität, Medialität und Hellsichtigkeit zu erforschen,
weil man dann in Gottes Schutz steht. Aber sich so einfach dem Nichts hingeben und sich einbilden, der Heilige Geist werde kommen, ja, es kommt schon jemand, aber es ist gar nicht so sicher, dass es der Heilige Geist ist. Denn wenn ihr euch nicht zuvor innerlich gereinigt habt, wie soll sich dann der Heilige Geist in euch niederlassen? Der Heilige Geist lässt sich nicht in einem Sumpf nieder. Niedere Wesenheiten werden kommen, weil sie von euren Leidenschaften und niederen Wünschen angezogen werden, die für sie ein gefundenes Fressen darstellen. Aber der Heilige Geist kommt nicht. Er kommt erst, nachdem ihr euch gründlich und wahrhaftig gereinigt habt. Wenn er dann kommt, dann werdet ihr erleuchtet. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr mal wieder einschaltet und auch was in die Kommentare schreibt, auch mal einen Daumen da lasst. Und schickt gerne auch meine Videos an Freunde, Bekannte und Familie. Lasst sie daran teilhaben, an dieser universellen Lehre. Und ja, für jeden ist sicherlich ein Thema dabei. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Sonntags gehe ich immer mittags live um 10.15 Uhr. Und donnerstags um 19 Uhr kommt auch eine Folge von mir online. Für euch lese ich das und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Also wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles Gute. Tschüss, eure Miri.